Am Freitagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B3 in Höhe von Halsdorf. Der 70-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 20 Uhr auf der B3 von Marburg kommend in Richtung Kassel unterwegs. Laut ersten Polizeiangaben erkannte er den vor ihm auftauchenden Kreisel womöglich zu spät. Beim Bremsen geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke und schoss eine Böschung hinab. Der Wagen überschlug sich und kam auf einem Feld auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Mann wurde eingeklemmt. Feuerwehrleute aus Alpshausen und Rauschenberg eilten zur Hilfe. Und bei sehr großer Kälte musste die Rettungskräfte die Person freischneiden, was immer noch ansteht. Es ist sehr kompliziert und bei dieser Kälte ist es auch extrem gefährlich. Nachdem die Feuerwehr den aus Göttingen stammenden Mann befreit hatte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Seine ebenfalls verletzte, ein Jahr ältere Ehefrau wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Die B3 war teilweise voll gesperrt.